Ist nicht im Kühlschrank. Weißt du mal, guck mal unter der Spüle oder in diesem kleinen Kaffeeschränkchen. Der ist hier irgendwo, Alter. Oder, vielleicht hier in einem Funset, in einem Schränkchen. Da, wo früher der Fernseher drauf stand. Da vielleicht. Genau, in einem der Schubladen oder in der Tür. Ja, das steht hier nirgendwo, also. Gibt's doch nicht. Vielleicht hinterm Greenscreen? Hinterm Greenscreen? Der Buddy, ey. Nee, hinterm Greenscreen nicht, den haben wir erst am nächsten Tag. Ach nee, doch, den haben wir zusammen wieder aufgebaut. Ich glaube nicht, dass er den in der Küche versteckt hat. Das hätte ich, glaube ich, gesehen. Obwohl, wir haben da noch in der Küche X-Wing gespielt. Aha, Kamera. Der ist hier irgendwo. Marvin, du musst ihn suchen und finden. Das ist deine vorrangigste Mission. Du musst es töten, bevor es Eier legt. Kill me. Oh. Mal wieder mehr Glück als Verstand. Du hast heute echt einen Lack, ne? Das ist echt, kannst du mir davon nicht so 10% abgeben oder was, so? Das wäre schön. Oh. Kommt er hier hin? Vielleicht grillst du den damit wieder. Mach hinne. Ah, Kamera feed aus. Instabiles System hätte ich wahrscheinlich einmachen sollen. Jetzt kommt er wahrscheinlich. Ja, Luftreinigung stand da auch was. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so. Ja, sehen. Das macht Nebel, dann werde ich weniger gesehen. Aktiv. Ach, das war das. Alarm, Alarm. Alarm, Alarm. Du wolltest dich wohl gerade klauen, oder? Alter, das ist ja gar nichts mehr. Wo muss ich überhaupt hin? Nach rechts? Oha. Der ist hier irgendwo. Wir müssen Trunks finden. Vielleicht in unseren Büromöbeln. Ah, wahrscheinlich in meinem Schränkchen, in meinem Schreibtischschränkchen. Das würde ihn eh nicht sehen, den da so zu platzieren. Und irgendwann muss ich da mal was rausholen oder so. Und dann schreit er dich an. Dahin ist der Dude. Ja, Vorsicht. Hier was? Zwei Kameras, man konnte es auch nicht übertreiben irgendwie, ne? Wo ist Trunks? Hallo? Vielleicht ist die Trunks-Figur auch im Spiel jetzt. Im Spiel drin, ne? Man weiß es nicht. Ich habe da so wilde Gerüchte gehört. Gerüchteküche. Er ist hier irgendwo, ohne Witz. Ionenschneider benötigt. Ja, aber finden Sie eine Verbesserung für den Ionenschneider, eine Supi? Ah, nee, oh, nee, warte, oh, das wollte ich nicht. Gibst du, du hast Sehnsucht gehabt. Spiel, ich hasse dich so sehr. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen, ganz im Ernst. Ey, da läufst du echt fünf von alle Ecken durch, ey. Oh, nicht wieder durch die Kamera, scheiße. Goddammit. Oh, der hat aber eine gute Range. Eine gute Range. Range!
Ohne Witz. Leute, wir können diese ruhig in der Regie sitzen. Habt ihr Trunks gefunden? Er muss hier irgendwo sein. Ich suche ihn gleich. Er darf hier nicht sein. Er gehört in Buddys Figurenregal. Bevor ich gleich gehe, durchsuche ich alle meine Taschen, nicht, dass du mir den zugesteckt hast. Also. Gleich ist er nach Alien Isolation ist er noch hier Quake-Action mit Särgen. Dann suchen wir Trunks in der Zeit. Da. Sensor. Da ist bestimmt Ionenschneider. Benutzen. Ah, Upgrade. Jeder liebt Upgrades. Stand auf der einen Dose gerade Level 2 und jetzt auf der neuen Level 3. Finde ich auch geil. Oh. Oh, du bist aber ganz mutig heute, wa? Bin mutig. Gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Mut steht für Fortschritt. Und Fortschritt steht für weniger Horror. Irgendwann mal. Aufgesäbelt. Mit unserem Ionenschneider Level 2. Ein Jedi hätte das schneller hingekriegt mit seinem Schwert. Jeden. Oh, ganz schön schwer das Teil. Schnell mal da rein, bevor der Typ jetzt kommt. Ich fühle das. Irgendwas kommt gleich noch zum Ende hin. Ich sag es dir. Was schreibt Wadi? Macht einen Facebook-Livestream, wenn ihr den sucht. Okay, das machen wir. Das wäre dann ein Stream im Stream. Streamception. Ich wollte es gerade sagen, Streamception. Hallo? Speichern. Aber wir trauen im Braten erst nicht. Bioshock. Oh. Speichern ist gut. Und dann wird's, Alter, ich will die Spiel endlich durchhaben. Ich will was, eigentlich will ich nichts anderes. Weil andere Sachen sind bestimmt noch schlimmer. Aber dass du auch wirklich genau von vornherein gesagt hast, damals, was ist damals, vor ein paar Monaten. Guck mal, da steht einer. Lass mal Alien spielen und dass du genau das Spiel erwischt, was ich noch nicht gespielt habe, ne? Oh, ein Kollege, der hat das nämlich. Warte mal, sieht er uns? Hat er uns gesehen? Ich glaube, oder? Wenn nicht, dann jetzt. Ja, los, komm her, Spacko. Gib ihm! Auf die Rübe, auf die 12. Was über meine Mutter? Der hat der letzte Schokoriegel geklaut. Die so, jetzt haben wir die nicht mehr, ist doof. Hattest du nicht noch, ah ne, diesen Elektrostock da, ach Schocker da. Eine Rohrbombe können wir bauen. Ja gut, da fliegen die Fetzen, ne? Fetzen. Dann fetzen sich die Fetzen, fetzen wir uns. Ja, ihr seid Petzen sind wir, sagt er. Petzen zerfetzen, finde ich. Aber ich weiß nicht, warum wir Petzen sind. Oder wollte er auf Fetzen reimen? Ich glaube ja. Ich weiß nicht. Petzen? Hetzen? Schätzen? Schätzen? Ich schätze. Ich schätze die Petze. Drücken Sie A, aber Sie meinen, drücken Sie D. Ja, da ist es A, da ist es D. Wer nimmt es schon so genau? Oh nee, wir haben schon 22:57. Really? Wir wollten das heute durchhaben. Aber jetzt ist gleich Särgen dran mit Quake. Wir müssen mal echt, glaube ich, mal so eine Sondersitzung vielleicht einberufen, meinst du nicht? Ich habe Radio angemacht. Energieniveau zu niedrig. So ein Horror-Day? Horror-Day, nee, Alter. Was ist mit dir? Nein, dass man das Spiel endlich mal fertig kriegt, dass wir dann ein bisschen weniger Strom wieder Angst haben müssen. Oh, hier ist das eine. Nee, ich dachte schon, das wäre eine Karte. Ist aber nicht. Quake könnt ihr übrigens auch gleich mitspielen. Das ist auch kostenlos. Das ist in der Open Beta, glaube ich. Guck mal, der Matisse ist sogar schon ein Fan von dem, was wir hier machen. Von was? Ein großer Fan von dem Horror-Gameplay. Mhm. Wenn er hier nicht sitzt, dann schon. Sonst findet er es auch gar nicht so geil. Ja. Matisse ist wie so ein Rehkitz. Er ist ein richtiges Fluchttier. Wenn er sich erschreckt, dann rennt er weg. Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir zu dritt gesessen haben. Gesessen haben, damals im Knast. Als wir zu dritt gesessen haben.
Ja, es war wilde Zeit, Alter. Aber es war eine lustige Zeit. Wir haben uns gute Knast-Tattoos stechen lassen. Und vor allem, ja, das hier ist zum Beispiel eins davon. Falls man das dann sieht. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Nee, ich fand's aber cool. Wir waren so hinterher die größte Gang im Knast eigentlich, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben das den übernommen. Das war schon heftig. Unterweltboss, Pieper. Sogar die Wärter hatten hinterher Angst vor uns, ey. Wärter? Wärter? Wärter Bremen? Was? Nee, Hertha ist das. Oh wow, ich hätte es fast kaputt gemacht, das wollte ich nicht. Aber gut, da stand ja zu wenig Strom, wenn du vielleicht draufhaust, dann ist da vielleicht Strom drin. So, jetzt habe ich alle an. Warum hast du die halt an? Jungs, speichern und Ende, es wird nichts mehr. Okay. Zerstör niemals die Hoffnung. In einer Minute sind schon mal Millionen Ideen. Lass schon aktivieren und dann speichere ich. Jetzt schaffen wir es in einer Minute noch. Oh, es wird ganz knapp, es wird ganz knapp. Ah! What? Der Wagen wird hochgehieft. Loch. Damit man da runter kann. Loch. Können wir uns das merken bis zum nächsten Mal? Ich glaube ja, nicht. Sicher. Ah, oh, okay. Rechts raus und dann aus dem Haus. Ich hoffe, wir haben ein paar coole Einspieler am Start, die wir zeigen können. Ansonsten machen wir ganz kurz Werbung, weil der Sergen will jetzt hier Quake spielen. Und parallel mache ich einen kleinen Facebook-Stream. Ihr sollt natürlich beides aufnehmen. Und ihr sollt vor allen Dingen auch mitspielen gleich bei Quake. Und wir suchen jetzt hier Trunks, Alter. Den auf jeden Fall. Wir suchen ihn, wir finden ihn. Und dann, Sergen, hast du Bock auf Quake? Ich habe immer Bock auf Quake. Okay, ganz kurze Pause. Vielen, vielen Dank fürs dabei sein beim Horror-Gameplay. Und jetzt gibt es Sergen mit Quake. Und ihr könnt mitspielen dabei. Das wird richtig großartig. Spielt mal schön mit. Und wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder. Hoffentlich kannst du auch. Leider nicht. Aber ich, Quake. Bis gleich, Leute. Tschüss.